Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Helikon, die Swagman Roll, der Advanced Poncho Liner. Ausrüstung muss modular sein, gerade wenn es darum geht, eine vernünftige Lösung zu finden, die für den Bug-Out-Pack gedacht ist oder eben für den Bud-Pack an der Einsatzausrüstung, einfach nochmal eine Möglichkeit zu schaffen, Wärme für den Schlaf zu gewährleisten. Ihr kennt vielleicht, hinten habe ich es mal aufgehängt für euch, den USGI Poncho Liner. Ist eine Decke, der für den Poncho gedacht ist als Schlafsackersatz. Außer schön aussehen, auch da kann man sich drüber streiten, kann der Poncho Liner da hinten nichts. Das ist nämlich einfach nur leicht gesteppt wattiertes Material, hat eine relativ schlechte Wärmeleistung. 2 Meter mal 1,50 Meter von der Größe, also das ist okay. Und das ist halt, wird dann im Endeffekt in den Poncho reingebunden mit Schnüren und damit hat man dann einen Notschlafsack gebaut aus Poncho und aus dem Poncho-Liner. Helikontex ist hier einen Schritt weitergegangen mit dem Swagman Roll, ähnlich auch wie es bei Kifaro der Fall ist oder anderen Herstellern, die einen sogenannten Wubi gebaut haben. Die Idee dahinter ist, dass man einen Poncho-Liner hat, der eben nicht nur eine Decke ist, sondern auch für andere Dinge genutzt werden kann. Wie man hier sehen kann, ist die Swagman Roll hier gerade als Poncho im Einsatz. Also im Endeffekt habt ihr eine Kapuze und das Ganze wird dann wie ein Umhang oder wie ein Poncho eben getragen. Helikon setzt hier auf ein Apex Klimaschild Material. Das ist ein sehr, sehr gutes Material von der Isolierung. Das haben tatsächlich die teuersten Firmen auf dem Markt nutzen das auch, also sprich Primaloft Gold und Apex Klimaschild, das sind so unserer Erfahrung nach die besten Isolationsmittel und hier werden 67 Gramm pro Quadratmeter eingesetzt. Der Wubi ist ein bisschen kleiner als der originale US-Poncho-Liner, hier haben wir 2 Meter auf 1,45 Meter. Mit integriert ist eine Kapuze, das heißt, die ist auch schon mit dabei und fest an dem Ganzen befestigt. Wie man das Ganze dann im Deckenformat nutzt, zeige ich euch gleich. Kommt hier dann auch mit einer Zugkordel, um das Ganze schön ans Gesicht ranziehen zu können. Und hier im vorderen Bereich habt ihr eine große Brusttasche mit einer Aufhängeschlaufe, wo ihr dann einmal den Poncho-Liner komplett selbst hineinpacken könnt, wenn ihr den mitgelieferten Packsack nicht nutzen wollt. Oder eben einfach, wenn ihr den tragt, dann hier nochmal ein Staufach zu gewährleisten für kleinere Gegenstände. Man kann den Wubi entweder offen tragen oder man kann ihn auch zusammenraffen, so wie wir das jetzt hier gemacht haben. Dafür sind 2 Fastex-Verschlüsse stehen da zur Verfügung. Einen davon braucht man, um den dann hier an der Hüfte zusammenzuziehen. Das ist im Endeffekt wie ein Gürtel, der das Ganze dann zusammenrafft, eben einfach nochmal um Wärme, die nach unten verloren gehen könnte, hier zu stauen und damit den Oberkörper schön warm zu halten. Dadurch ergeben sich dann hier auch so eine Art behelfsmäßige Ärmel. Und gerade im Camp in der sitzenden Position ist das hier die bevorzugte Variante. Was man natürlich auch machen kann oder was auch sinnvoll ist, gerade wenn man lange im Regen unterwegs ist und einen Poncho hat, man kann das Ganze kombinieren. Ich ziehe jetzt dem Kerl hier mal den Poncho über. Kann man natürlich schon genau so jetzt nutzen, einfach 2 übereinanderliegende Lagen. Aber damit das auch ein bisschen verrutscht sicher bleibt, hat man hier an den Enden jeweils 4 Stück von diesen Toggles, von diesen T-Stückern. Und die kann man hier in die Ösen des Ponchos einhängen. Und dadurch ist natürlich der Poncho zumindest schon mal an den Ecken mit dem Poncho-Liner verbunden, was dann gerade hier in der Armbewegung alles mitmacht und dadurch sich das Ganze eben nicht verrutscht. Das ist eine ganz coole Sache. Damit hat man auf jeden Fall den Regenschutz mit dem Isolationsschutz verbunden, wenn ich denn unterwegs bin zum Laufen. Wir haben es gesagt, es muss modular sein. Ein Poncho-Liner soll auch ein Poncho-Liner sein, wenn ich ihn als Schlafsack nutzen will. Natürlich darf man jetzt hier nicht von einer 67 Gramm Apex Klimaschild Füllung erwarten, dass das einen vollwertigen Schlafsack ersetzt. Dafür ist es auch nicht gedacht. Es ist im Endeffekt als Notschlafsack oder als Sommerschlafsack oder eben als Inlay gedacht für euer Winterschlafsystem und den dann nochmal innen drin zu nutzen.
Das heißt, wir ziehen den jetzt einmal kurz aus. Dann zeige ich euch einmal, wie das ganze System zusammengefasst wird. So, zuerst einmal das Allerwichtigste, gerade wenn ich ihn als Decke nutzen will, möchte ich nicht, dass hier im Kopfbereich oder da, wo der Kapuzenbereich war, dass da Wärme verloren geht durch dieses Loch. Das heißt, ich ziehe die Kapuze schön zusammen, damit das schon mal dicht ist und damit die auch nicht im Weg ist, gibt es hier im Nackenbereich quasi nochmal eine kleine Klettflappe, wo ich dann die Kapuze drin versorgen kann. Am Hinterkopf der Kapuze ist hier ein Stück Flauschklett. Das kann ich dann wieder damit zusammenpacken und damit ist dann die Kapuze hier schön versorgt. Alles, was ihr für den Poncho in jeder Betriebsart braucht, ist direkt fix mit verbunden. Das heißt, ihr müsst nicht irgendwie erst suchen und Reißverschlüsse zusammenziehen oder sonst irgendwas, sondern das ist alles schon so, dass es direkt losgehen kann. Ihr müsst nur das Ende finden, wo der Reißverschluss quasi sitzt. Und dann könnt ihr hier das Ganze einmal zusammenziehen und schon habt ihr hier euren Poncho-Liner. Der ist dann so vom Design her auch, dass hier nochmal Zugschnüre sind. Das heißt, ihr könnt euch das hier schön zusammenziehen im oberen Bereich, da wo euer Kopf dann rausschaut. Ihr habt natürlich dann keine Kapuze, das sollte euch klar sein. Also es ist kein Schlafsack mit in Mumienform mit einer Kapuze, sondern es ist natürlich ein eckiges Design, das ich dann so nutzen kann und der Kopf dann frei heraussteht. Aber das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, um nochmal einen Notschlafsack oder einen Sommerschlafsack daraus zu bauen. Ja, was haben wir noch? Vielleicht sollte man nochmal kurz auf die Farben eingehen, weil das ist, denke ich, auch was ein Alleinstellungsmerkmal ist bei Helikon. Es gibt den Swagman Roll in ganz vielen verschiedenen soliden Farben, also gedeckten Farben. Es gibt ihn in Blau, in Schwarz, in Coyote, in Adaptive Green. Also da sollte für jeden was dabei sein und eben halt auch ganz cool in verschiedenen Tarnmustern, wie zum Beispiel hier das Night Desert Camo oder auch in M81 gäbe es eine Variante. Also da sollte jeder auf seinen Geschmack kommen. Wenn ihr den Poncho Liner als Schlafsack nutzt, habt ihr hier auch nochmal zwei Fixpunkte, wo man im Endeffekt den Reißverschluss dann abdecken kann, damit der nicht aufbricht, sage ich mal. Was kann ich noch mit dem Poncho-Liner machen? Man kann ihn natürlich als Decke auf dem Boden nutzen, indem er einfach dann komplett aufgezippt flach hingelegt wird. Aber auch da solltet ihr auf jeden Fall den Poncho drunter legen, denn wenn der Boden feucht ist, ist der Poncho-Liner auch relativ schnell feucht und das braucht natürlich keiner, obwohl das Apex-Klimaschild auch im nassen Zustand relativ gut wärmt. Aber wenn es trocken bleiben kann, gibt es keinen Grund, das nicht trocken zu halten. Ja, eine weitere Anwendung wäre noch als Underkilt für eure Hängematte. Da habe ich jetzt persönlich keine Erfahrung mit. Kann vielleicht jemand von euch was reinschreiben? Das gibt es ja schon eine Weile. Vielleicht nutzt es jemand genau dafür. Würde uns mal interessieren, wie das Ding als Underkilt noch funktioniert. Zeigen wir euch einmal noch mal kurz, wie er gepackt ist in der Tasche. Das heißt, ich krempel den jetzt einfach in seine Brusttasche. Dann gucken wir mal, ob der da wirklich reinpasst. Dann hätte man nämlich bräuchte man den Packsack quasi nicht mehr. Das sieht gut aus. So, ist ein bisschen enger als im Packsack, aber dafür, wie gesagt, habt ihr nichts, was ihr nochmal zusätzlich mitschleppen müsst. Und das Schöne ist jetzt hierbei auch, ich mache das mal kurz am Boden, ich glaube, dann kriege ich es besser zu. So,
Ja, ist ein bisschen kompakter das Maß. Schön ist hier auch, dass innen quasi auch nochmal alles aufgedruckt ist, was auch auf dem Packsack aufgedruckt ist. Das heißt, ihr seht verschiedene Anwendungsbeispiele, aus was für Material er gefertigt ist, wie groß er ist. Und das ist, denke ich, auch nochmal ein cooles Feature. 750 Gramm und es gibt ihn nur in einer Größe. Sollte mit 2 Meter auf 1,45 auch für die meisten Leute passen. In Sachen Poncho-Liner ist, denke ich, die Swagman Roll von Helikon eine der führenden Wubis auf dem Markt. Gerade auch was die Preis-Leistung und die verwendeten Materialien angeht, kann man absolut nichts aussetzen an dem Teil. Ist top und bringt natürlich nochmal ein bisschen mehr Wärmeleistung für euer Winterschlafsystem oder eben auch einen adäquaten Sommerschlafsack, wenn man leicht und mobil unterwegs sein muss. Der in Verbindung mit Poncho, da habt ihr schon sehr, sehr viel richtig gemacht, auch genau richtig für den Bugout-Bag. Ihr bekommt den Swagman Roll von Helikon in den unterschiedlichsten Tarnmustern und Farben beim Chemo Store. Der Link ist unten eingeblendet. Setzt ihr selber schon die Swagman Roll ein, dann schreibt es uns in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat. Wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye. All right.